Krafttier Esel. Ja, wenn du einen guten Freund an deiner Seite brauchst, einer, der einfach loyal zu dir steht, mit dir durch dick und dünn geht und aber irgendwie gerade keiner da ist, dann kann sein, dass deswegen du Krafttier Esel zu dir gezogen hast. Also Krafttier Esel wird dann auf dich aufmerksam, wenn du so einen guten Freund brauchst, einer, der dir so Rückhalt gibt, der dir Rückendeckung gibt, der auf dich aufpasst, der dich aufbaut, wenn du es gerade nicht leicht hast, der dir hilft, dich aufzurichten, wenn du es schwer hast. Krafttier Esel macht auch gern darauf aufmerksam, dass die Erde unter deinen Füßen, dieser riesengroße Körper, wo du im Prinzip ein Teil mit deinem Körper davon bist, weil dein Körper ist aus dem Material der Erde aufgebaut. Dieser große Körper, der gibt dir auch immer Halt, ne? Denn richte deine Aufmerksamkeit darauf. Mach dir bewusst, hey, ich bin Teil hier von diesem großen Körper. Das ist eine große Biosphäre, eine große Einheit, ein Ökosystem in sich stimmig. Ne? So, da gehöre ich dazu. Ich bin nicht allein. Das heißt, da ist für mich gesorgt. So. Und Krafttier Esel, wenn der bei dir auftaucht, kann es auch ein Hinweis sein, dass du vielleicht darüber nachdenken solltest, nach deinen eigenen Regeln zu spielen. Also aufhören, dich anzupassen, wie es erwartet wird, wie du es tun sollst. Ne? Dass du sagst, nee, das passt nicht zu mir, ich probiere mal meine eigenen Regeln aus. Und das heißt nicht, dass man dann nicht mehr in einem Team sein kann. Ne? Man kann ja trotzdem in einem Team sein, so, wenn man insgesamt harmoniert, aber ist vielleicht der Hinweis, mach mal deine eigenen Regeln und guck, ob das, was du vorhast oder was du tust, dann noch besser für dich funktioniert. Das ist so nur die wichtigsten Sachen zu Krafttier Esel. Schamanisch kann man mit Krafttier Esel in allen Bereichen sehr gut harmonieren, zusammenarbeiten. Und wenn du Krafttier Esel als so einen langfristigen Krafttierbegleiter für schamanische Arbeiten quasi gewonnen hast, ne, dann hast du auf jeden Fall einen sehr treuen Krafttierfreund an deiner Seite, der auf jeden Fall immer zu dir steht und guckt, dass er dich innerlich und äußerlich aufrichtet, soweit er das natürlich vermag. Ja, schön, dass du das Video angeguckt hast. Guck dir gerne auch meine anderen schamanischen Videos an. Vielleicht auch mal die ganze Krafttierreihe. Da steckt so viel Weisheit drin, was die Krafttiere uns immer hier präsentieren. Das ist für mich auch teilweise Fortbildung. Ich denke hinterher nach so einem Video, krass, was da so ein Krafttier erzählt. Ja, und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video.